Huhu Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letztes Mal sind wir hier erfolgreich zu Garland vorgestoßen und er hat uns schon seinen Drachen auf den Hals gehetzt, den wir aber besiegt haben. Und ja, jetzt stehen wir ihm persönlich gegenüber. Weil ich die Existenz bin, deren Aufgabe es ist, die Dinge zu verwalten. Nur deswegen wurde ich erschaffen. In einer Welt, die über das Leben und den Tod erhaben ist. Die Zeit abzuwarten, ist der Sinn meines Lebens. Ich bin die absolute Existenz und ich verwalte die Seelen. Und es muss ja langweilig sein, das ganze Leben lang nur zu warten. Das stelle ich mir nicht sehr spannend vor, also eine Biografie von Garland würde ich mir nicht kaufen. Aber na gut. Und irgendwie hat er ein Loch im Magen. Muss vielleicht mal wieder was essen, der Gute. Ach du. Noch nicht so gut. Nochmal mal Vikra. Noch nicht so gut beieinander. So, und da wollen wir auch wieder was klauen. Und Steiner lassen wir erstmal abwerten. Village Croft. So, und Garland ist nämlich derjenige, der Stopp zaubern kann. Und von daher haben wir halt bei allen Adrenalin angelegt. So, und schwupps. Oh je, yeah, wir haben schon das Ninja-Gewand geklaut. Dann bauen wir nur noch ein was. So, die anderen beiden können mal weiter deffen. Und er ist wieder dran mit seiner Platte. Pulswelle! Kamehameha! Ich glaube, das heißt doch im. Also früher bei Dragon Ball Z. Springerstiefel? Okay, die wollte ich eigentlich nicht haben. Früher bei Dragon Ball Z hieß es doch immer. Am Anfang hieß es Kamehameha immer Pulswelle. Schockwelle. Wahrscheinlich heißt die Attacke wirklich in. Im Original Kamehameha. Weiß man nicht. So, mal schauen, ob ich den dritten Gegenstand auch noch gleich kriege, aber vermutlich nicht. Ja, das war ja klar. Weil das ja klar ist. Oh, Flair ist nicht gut. Flair ist ein ziemlich starker Zauber. Den haben wir mit Vivi auch schon. So, dann heilen wir gleich mal. Okay, Steiner, du darfst mal kontern. Für das, der so böse Aua gemacht hat. Und er macht schon wieder Flair. Das mal auf Eiko selbst. Okay. Das ist auch ein neutral elementarer Zauber, deswegen kann ich mich auch nicht irgendwie davor schützen, außer mit starker Ausrüstung, die halt eine starke Zauberverteidigung hat. So, okay. Soll ich mal einen Äther einwerfen, oder? Nee. Und sie noch nicht. So, letzter Stehlversuch und dann mache ich nochmal einen kurzen Schnitt. Denn wir haben noch ein bisschen mehr vor in der Folge hier. Okay, bis gleich. Yay, ich habe das Dunkelgewand endlich geklaut. Ja, war mal wieder gut, dass ich geschnitten habe. Hat jetzt einige Versuche gedauert. Also gut, dann Freya ist noch in Trance. Kann gleich mal in die Luft steigen. Und der Steiner kann angreifen. So, was machst du jetzt? Ein Schuft! Ja, eine Pulswelle. Oh, oh, oh. Können wir was machen? So. Und Räuberseele mit Zidane. Das bekommt ihr schnell. Und da kommt Freyas Speere von oben ab. Weil sie in Trance ist, wird sie jetzt bis zum Rest der Trance in der Luft bleiben und Speere schießen.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Manchmal färbt sich dieser rote Ball da in seinem Körper gelb, wenn er die Pulswelle macht. Wird er eigentlich bloß noch grün? Das ist dann wahrscheinlich, wenn er... Ja. Wenn er gerade gut gegessen hat oder so, weiß ich nicht. So, er macht schon gut Schaden, unsere Räuberseele, aber... Könnte noch besser sein. Aber ich denke mir, so lange steht er jetzt auch nicht mehr. Nein, nicht gut. Du musst doch treffen, Steiner. Verlass mich doch hier auf dich. Ich würde auch eine Bestie noch dazu rufen, aber ich brauche jetzt doch Eiko mal ab und zu noch zum Heilen. Aber gerade Zidane hält irgendwie nicht viel aus. Der kassiert ganz schön immer. Wie gefällt dir das? So, jetzt könnte ich mal einen rufen. Ach ne, der macht schon wieder so Mist. Da muss ich nochmal heilen. Geh weg. Oh, das hat jetzt aber viel Schaden gemacht. Irgendwie doppelt so viel wie die anderen Male irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Hat anscheinend gecrittet oder sowas. Na gut. Garland geht in die Knie und ist besiegt. Wer ist jetzt hier die oberste Kreatur? Gar nicht mal schlecht. Gebe auf, Garland. Hm? Was ist jetzt los? Ein rotes Leuchten Terras? Was ist denn jetzt los? Steigt irgendwie ein Blutzuckerspiegel oder sowas? Und es ist die Invincible, die auf den Plan getreten ist. Diesmal wieder mit Kuya als Pilot. Da soll ich nicht lachen. Die Kraft, die die Seele Invincibles kontrolliert. Und die Kraft der vielen Seelen, die in ihr gefangen sind. Was wäre, wenn ich damit versucht hätte, Garland zu trotzen? Da der werte Herr Garland ja noch immer von seiner Geliebten, von seinen geliebten Genomen besessen ist. Auch den Winzel, aber den Winzel habe ich mir einfach genommen. Was nun, Herr Garland? Hahaha, welch eine Schmach, von seinem eigenen Fleisch und Blut sozusagen betrogen zu werden. Kein Zufall, oh nein, das ist Schicksal. Dieser Planet hat mich als seinen neuen Herrscher auserkoren. Ich werde mich sogleich hinzugesellen, um das Finale einzuläuten. Okay, was soll das jetzt heißen? Kriegen wir es jetzt auch noch mit Kuya zu tun? Hm, sieht ganz danach aus. Und dieser coole Hintergrund wieder. Echt schön Terra eigentlich. Wenn auch etwas kalt und gefühlslos. So sehr ich auch wollte, ich kann einfach nicht aufhören, euch zu lieben. Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Schließlich habt ihr für mich das Siegel zu Terra aufgehoben und zudem noch Garland aus dem Weg geräumt. Ist er nicht tot, ne? Zidane, du bist wirklich ein äußerst gut erzogener und liebenswürdiger Genom. Fürwahr. Du bist selber ein Genom, Kuya, vergiss das nicht. Weshalb bist du gekommen, Kuya? Aber, Bruderherz, was ist das denn für eine abweisende und kalte Begrüßung? Sei still und nenn mich ja nicht nochmal deinen Bruder. Ja, das ist eine Beleidigung für Zidane. Schlimm genug, dass das hier seine quasi Familie ist. Oh, wie angsteinflößend. Habt ihr seine Worte vernommen? Ich glaube, er will sich den heiligen Gesetzen Terras nicht unterwerfen. Was hast du vor, Kuya? Vorhaben? Aber wer wird denn gleich an etwas Böses denken? Wo ich mich doch etwas extra herabbemüht habe, um für Terra dieses Ungeziefer zu beseitigen. Redest du etwa von uns? Kommt, meine geliebten Narren. Ihr werdet euch hier und heute zu den schlafenden Segen Terras legen. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Komm doch her, Mann. Ich werde den Popo versohlen. Deinen seidengepuderten. Guckt ihn euch an, da ist er. Endlich stehen wir ihm gegenüber. Das erste Mal, dass wir gegen Kuya direkt kämpfen. Na, mal sehen, was der so drauf hat, ne? Gravitas zum Beispiel. Okay.
Und auch hier müssen wir wieder was klauen. Ha, und da verfehlt auch noch der Trottel. So, was jetzt dumm ist, dass wir zwischen diesen ganzen Kämpfen, die jetzt hier aufeinander folgen, nicht unsere Ausrüstung umstellen können. Aber ich habe ja auf Garland haben wir auch keine Erfahrungspunkte bekommen, weil er nicht tot ist. Haha, das kitzelt ihn, ne? Kleiner Sadomaso-Freak oder was? Spezielle Vorlieben? So, okay. Der erste Diebstahl schon gescheitert, ist natürlich blöd. So, ich mach hier mal einen Äther. Auf die gute. Auf die guten Steine. So, und sie dann kann immer wieder weiter klauen. Nein, schon wieder fehlgeschlagen. Mist. Ach nee, wir haben Äther schon geklaut, kann das sein? Das ist natürlich unnütz wie nix. Brauchen wir nicht, wir wollen die Ausrüstungsgegenstände haben. So, okay, also Blitz, elementarer Schutz bietet sich hier auch an. Wie man sieht. Aber habe ich jetzt auch keine passenden Sachen gehabt, so richtig. Das geht auch so. So, ich hau nochmal ein Pfaffnis Wind für alle raus. Ja. So, was machen wir denn jetzt hier? Vielleicht mal ein bisschen schützen. Mit Shell. Von dem blöden Blitzker, ja? Kuh ist natürlich ein Zauberer. Dass der nicht viel Muskelschmalz hat, dürfte allen klar sein. Naja, gut. Das ist jetzt auch nicht so der Mörderschaden, den der macht. Kann aber auch sein, dass ich doch mit Steiner irgendwas Blitzschützendes angelegt habe. Das irgendwie den Schaden halbiert oder so. So, eine Runde noch klauen und dann noch ein kleiner Schnitt, weil sonst überziehe ich wieder hoffnungslos. Oh, die haben die Karabiniere geklaut, sehr gut. So, Gravitas macht er jetzt. Wieder auf Steine. Okay, die waren es getroffen. Sonst hätte ich meine Bestie gerufen jetzt. So, ich will mal schauen jetzt, ob der jetzt doch irgendwas Interessantes für uns hat. Steiner kann schon mal drauf bügeln. Achso, ich werde euch noch was zeigen mit Steiner. Genau. So, du hast noch Lichtrobe. Ach. Nee. Brauchen wir nee. Machen wir mal. Was war das nochmal? Ah ja, MP. Plasma-Drache haben wir auch noch nicht gesehen. Kostet ziemlich viel, aber auch mal. So. Da kommt noch ein Blitzker von ihm rein. So, und sie dann. Naja, probieren wir noch die Lichtrobe zu klauen. Was sollen diese Streicheleinheiten? Ja, ich kann auch noch mehr, kannst du wissen. Und hier sehen wir mal den Plasma-Drachen. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Die haben wir neu durch den Drachentilter. Oh yeah. Maximal Schaden, aber kostet auch einiges an MP. Ja, was ist jetzt? Sagst du nichts mehr, Kuya, ne? So, und ich hab noch was Schönes für dich, nämlich den Schocker. Kennt ihr noch den Schocker? Der müsste euch noch bekannt vorkommen. Von Beatrix. Den hat die nämlich immer bei uns gemacht und damit hat er uns meistens mit einem Schlag von den Latschen geholt. Diese Attacke bewirkt nämlich folgendes: Man macht dreimal so viel Schaden wie normal. Physischer Schaden ist das. Ja, mal sehen, wie viel Steiner mit seiner Ragnarok hier mit Schocker abzieht. Einfach und effizient. Maximal Schaden. Bamsen. Lasst mich eure wahre Kraft spüren. Ja, da greift Eiko an. So, wir greifen wieder normal an mit. Oh, das war's schon. Mit Steiner. Ja. Ja, der Schocker ist ein Grund, warum ich Steiner sehr gerne in der Partie habe. Das ist einfach total zuverlässiger Schaden. Darauf habe ich so lange gewartet. Oh, das sieht doch aus wie
die Trance. What the hell? Mr. Androgyn Deluxe. Okay, während bei uns immer... Ist das die Macht der Trance? Während bei uns immer blaue Blitze kommen. Kommt bei ihm rote Blitze, passend zu Terra. Kostet meine allmächtige Kraft. Ultima. Ja, Final Fantasy Kenner ist dieser Zauber sehr gut bekannt. Das ist meistens der stärkste Zauber im ganzen Spiel. Hier kann man ihn leider nicht erlernen. Aber cool, ja, dafür umso mehr. Und er hat uns komplett weggefegt damit. Vernichtend geschlagen. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus. Ja, das ist sie. Das ist die Kraft und Macht, nach der ich so lange gesucht habe. Diese wütende Kraft der Seelen, die ihren Tod nicht akzeptieren können und nun aus meinem Inneren nur so heraussprüht. Was soll das heißen? Es ist die Trance. Sie dürfte euch doch auch nur allzu gut bekannt sein. Ja, und es, vom Design her ist das auch so ein bisschen wie Zidane, wenn er in der Trance ist, mit diesem komischen Fell oder Pelz oder sowas. Und jetzt sieht man auch ganz deutlich seinen Schwanz. Nur es ist keine simple Trance. Ihr könnt nicht gewinnen. Verglichen mit meiner ist eure Lebenskraft nicht mal so stark wie die einer Juckzirpe. Zip. Nachdem ich sah, welch eine Kraft selbst ein Mokri im Trancezustand erhält, begann ich zu überlegen. Es ist eigentlich ganz einfach. Man muss sich nur die Kraft der Seelen leihen, die noch nicht bereit zum Sterben waren. Und wo holte ich mir diese Seelen? Na, von der Invincible. Euch ist es wohl eher bekannt als das blutrote Auge, das am Himmel schwebt. Ja, das habe ich euch schon erklärt, dass dieses Schiff Invincible heißt, glaube ich. Damals raubte es aus Madain Sari und neuerdings aus dem Baum Iphas. Aus Alexandria eine Unzahl von Seelen, die es in sich einschloss. Als ich beim Baum Iphas die Kontrolle über Bahamut erlangte, konnte die Invincible noch eine mächtige Seele absorbieren. Und wisst ihr auch schon, welche das war? Brane? Tatsache. Ist die so mächtig? Tja, die liebe Mutter von unserer kleinen süßen Prinzessin Garnet. Oder sollte ich jetzt lieber sagen, Königin Garnet? Die verfluchten Seelen empfingen mich voller Freude, als ich mit meinem Vorhaben wieder die Invincible bestieg. Du besteigst einige Sachen, glaube ich, so wie du aussiehst. Bevor sie für Ewigkeiten von Garnet eingesperrt bleiben, ging für sie sicherlich geradezu ein Traum in Erfüllung, in dem sie zu meiner Kraft werden durften. Und so wie es aussieht, werter Herr Garnet, hast du deine Arbeit für mich getan. Nochmal schönen Dank im Namen aller Beteiligten. Okay, Leute, an der Stelle machen wir Schluss, die Zeit ist um. Nächstes Mal gibt es dann, glaube ich, endgültig das Finale von Final Fantasy 9, von der CD3 zumindest. Ja, dann werden wir mal sehen, was jetzt hier Kuya mit Garland noch vorhat und ob er uns nochmal gefährlich wird und ob wir uns von unserer Verletzung erholen können. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Seid gespannt auf das Finale. Macht's gut. Ciao, ciao.